Hallo und herzlich willkommen zu Veronikas Seelenzauber. Es ist mal wieder Zeit für ein Energieupdate, für einen Wochenausblick, für was kommt die nächste Zeit auf uns zu, wie schaut es gerade aus. Ich selber mache die Erfahrung und sehe es auch bei meinen Klienten, dass sehr viele gerade an so einem Wendepunkt zum Neuen hinstängern und das finde ich immer ganz spannend, ganz interessant. Außerdem habe ich meinen Traum von letzter Nacht nicht wirklich deuten können. Darum hoffe ich, dass ich jetzt da ein bisschen mehr Aufschluss kriege von meiner geistigen Mannschaft, vom Universum, dass es uns da jetzt mal ein bisschen wieder für Klarheit sorgt. Wo stehen wir gerade? Wo laufen wir hin? Auf was soll man Acht geben? Wer es noch nicht mitgekriegt hat, bevor ich jetzt anfange, ich bin jetzt auf Vimeo auch aktiv. Ein Video ist da schon. Da werden noch viele weitere Folgen. Ich habe tausend Ideen, was ich da noch machen kann. Wenn du kein PayPal-Konto hast, mach da eins, ist easy peasy. Dann kannst du dir da die Videos auch kaufen und anschauen und immer wieder anschauen, weil die kannst du dir dann auch downloaden. Außer du tust das ausleihen, dann glaube ich, haben sie bloß 72 Stunden zur Verfügung. Wie kommst du zu Vimeo? Ich habe ein Video gemacht, das letzte Video, da ist der Link und da kannst du draufdrucken oder du schaust auf meiner Seite www.seelenzauber.info, da ist unter Kurse und mehr auch die Vimeo-Seite verlinkt. So. Was mich sehr freut, dass das Baby nun draußen ist. Bei den Live-Channelings, meine Lieben, da muss ich irgendwas verändern, habe ich das Gefühl. Die letzten zwei waren irgendwie, ja, die waren cool, aber ich glaube, da muss ich am Format auch ein bisschen was dran. Insofern lasst es mir da ein bisschen Zeit, bis mir da was einfällt. Vorträge, wie gesagt, ist alles auch auf meiner Homepage. Jetzt schauen wir erstmal rein und dann einfach soll ich euch im Nachgang noch Woche, nächstes Jahr überall so Aufschlag und so weiter und so fort. So, jetzt schauen wir, gestern war ja dieser Neumond, wenn mich nicht alles täuscht. Und Neumond bringt ja auch immer Neues. Und da frage ich jetzt einmal rein, schauen wir mal, ob es mit meinem neuen Kleiderschrank auch funktioniert. okay. Wo, was ist denn da gerade los? Ich habe jetzt erst einmal einen Ruck gesehen, wo quasi so ein bisschen nochmal Staub weggeklopft wird. Das Bild hatten wir doch im Oktober schon mal. Kann ich mich da mal reinbeamen? Ah, das ist gut. Ich habe gerade schon ein Persönchen da. Und habe mir jetzt einmal reinbeamt, damit ich es einfach ein bisschen besser verstehe, was die da treibt mit dem Ruck abklopfen schon wieder. Und die sagt tatsächlich, das mache ich anders und das mache ich anders und da bringe ich jetzt Veränderung rein und das machen wir anders. Also die ist sehr motiviert, die Dinge zu verändern, die nicht passt haben bisher oder die wo einfach nicht mehr Bestand haben oder wo sie jetzt vielleicht eine andere Meinung hat. Die ist sehr motiviert, so dass sie jetzt wirklich, ich kriege also auf sich Acht gebend, die Dinge verändert. Also das, dieses, na, so geht es mir nicht gut, das machen wir jetzt anders. Das passt auch nicht mehr, das machen wir jetzt auch anders. Also du scheinst sehr genau zu wissen, welche Dinge du verändern musst oder du tust das vielleicht automatisch verändern. Du wirst, ich kriege also ein bisschen Experimentierfreude einer. Also auch so, ja, Neues. Ich kriege so ganz viel Neues einer. Also da habe ich beim letzten Video mit neu, neu, neu auch nicht gelogen. War das schon ein kleiner Hinweis vielleicht? Also ich kriege wirklich, ist vom Gefühl her wirklich so, die macht nichts mehr, die macht keine Kompromisse mehr. Und das heißt jetzt nicht, dass die deswegen egoistisch wird, sondern die schaut wirklich so, ich agiere jetzt einfach einmal anders und schau, was ich dann für eine Resonanz kriege. Also da kriege ich so diese Experimentierfreude, dieses Spielerische schon einer, wo wir ja im November auch hinlaufen Richtung Leichtigkeit und Richtung, die weiß auch ganz genau, was sie will und die dreht jetzt wirklich an den Radeln, die gedreht werden müssen, damit sich die Dinge ändern. Das ist supi, also wenn du meinst, du möchtest jetzt eine Veränderung in gewissen Bereichen tun, dann tu's. Die Sterne stehen sehr günstig dafür. Können wir mal noch ein bisschen genauer fragen, was veränderten die da ganz genau? Ich krieg einfach so.
Kriegt zum einen in der Kommunikation wird es eine Veränderung geben oder wirst du eine Veränderung tun, dass du vielleicht, wo du früher noch so und so agiert hast, da agierst jetzt anders und dann kommt natürlich auch was anderes zurück. Ich krieg's aber nochmal sehr auf dich selbst bedacht, sehr selbstliebend, sehr tut mir das jetzt gut, springe ich da jetzt mit rein oder laufe ich lieber weiter oder höre ich mir das jetzt an oder und steigt da mit ein oder irgendwie so in die Richtung, krieg es einer, dass du dich mehr schützt in Kommunikationsdingen, dass du da mehr auf dich acht gibst und die quasi nicht mehr in jeden Trick mit reinlegst, wenn da irgendwer mit Trick kommt, dass die da auch nicht mehr anstecken lässt, sondern dass du deinen Standpunkt wahrst und aber auch nicht in so ein Opfertäter-Retter-Scheißtrick-Dingsbums reinfallst. So. Ach, jetzt muss ich bei YouTube schon wieder angeben, dass ich Scheiße sage. Ja, das muss man angeben. Wie die Inhalte sind. Leicht verbale Ausdrücke oder wie auch immer das heißt, keine Ahnung. Wurscht, interessiert euch eh nicht. Dann darf ich mal fragen, was kommt denn dann die nächste Zeit auf uns zu? Das ist, kennt jetzt Disneys auch, aber die haben leider noch kein, zumindest nicht meines Wissens, keinen Film gemacht, wo so ein Bild existiert. Aber es schaut sehr Disney-mäßig aus, dass ich krieg dich auf so einem roséfarbenen Kleid und das gilt jetzt auch für die Männer, das münzt einfach um, aus deinem roséfarbenen Anzug. Krieg ein Mädel auf einem roséfarbenen Kleid auf dem Fahrrad fahrend. Fahrrad ist bei mir genau das richtige Tempo, also die ist geduldig und gleichzeitig gibt's Gas, also die ist so, die hat das richtige Tempo, die will nichts mehr beschleunigen, wenn wir es im letzten Ausblick gehabt haben, sondern die ist auf Spur, die ist im richtigen Tempo. So, was du willst im Leben nicht mehr irgendwie vorwärts dran, rückwärts dran, sondern du bist im Hier und Jetzt. Das ist schon mal sehr gut. Dann hat der letzte Wochenausblick sich ja gelohnt, dass wir den gemacht haben, dass ich euch da aufmerksam gemacht habe drauf. Dann schauen wir mal. Was ich auch noch sehe, kann überall Blüten und so Glitzerdinger und Feen und das ist alles so ein bisschen magisch. Das ist wirklich magisch und die Fahrt, also da fliegen also Viecherl mit ihr mit. Kannten jetzt deine geistigen Freunde, sag, oder kannten nicht, Hans kriege ich gerade. Das ist quasi deine geistige Mannschaft, mit der du sehr verbunden bist, auf die du auch hörst, wo du die Impulse quasi auch mitkriegst und das ist wunderbar. Da haben wir im richtigen Tempo, dann haben wir. Hören wir auf die geistige Mannschaft, dann passt das ja alles. Also das ist ja, ach, das ist doch schön. Also das ist wirklich Magie und die ist ja in so einem magischen Zauberwald irgendwie unterwegs. Ich hätte aber trotzdem doch noch ganz gern mehr Informationen. Kann ich mir in der mal reinbeamen? Halt, beam ich mich mal überall ein wenig eine. Ja. Wenn ich mich in die reinbeam, dann kriege ich so einen Durchschnaufer einer, so einen Entspannen einer, so ein, ich gehe jetzt einfach mal weiter und schau, was kommt. Und eben dieser, da fällt nochmal so ein bisschen Stress weg, möchte ich auch sagen. Also so dieses, ich kriege wirklich Entspannung einer. Also ich kriege wirklich so dieses, und ich gehe jetzt einfach mal, schauen wir mal, wo das Universum mich hintreibt. Also da kriege ich also dieses, ja, schon ein bisschen diese Narrenenergie, die wir uns jetzt aneignen dürfen, aber gleichzeitig so diese Sicherheit, dieses tiefe Vertrauen. Schauen wir mal, wo das Universum mich hinbringt. Aber ich höre aufs Universum und ich bleibe in meinem Tempo und ich schaue einfach mal, was kommt. Also da haben wir auch so ein bisschen dieses ins Unbekannte gehen, ist jetzt nicht mehr ganz so gruselig, sondern schauen wir halt einmal, das Universum ist ja für mich. Also da haben wir nochmal mehr Vertrauen, nochmal mehr Sicherheit, nochmal mehr, Hingabe, möchte ich auch mal sagen. Was kommt denn die nächsten Tage Richtung Wochenende? Können wir da mal reinblicken? Wow, wow, wow. Ist aber hell. Dicke, fette Sonne, die mich anstrahlt, also hoffentlich auch wettertechnisch. Aber in meinem Bild ist es einfach so eine Erhellung, ich krieg, die Sonne ist natürlich eine Hingabe, das bitte nicht jetzt irgendwie missinterpretieren oder so, aber die Sonne ist, also die beleuchtet, also die strahlt richtig. Das ist jetzt das, was man das Bild in dem Augenblick hier sagen soll. Zumindest kriege ich so einer. Ich kriege nochmal Klarheit einer, also du wirst noch mehr Klarheit kriegen bis zum Wochenende hin. Und
mehr strahlen. Also ich krieg da wirklich da Wärme, spüre ich auch, also so dieses Leuchten einfach, dieses innere Leuchten, dieses warme innere Leuchten. Also sprich, du wirst nochmal Klarheit kriegen und kannst dann dadurch dein Inneres noch mehr nach außen tragen, dein Inneres strahlen, dein Leben wird vielleicht auch noch strahliger, noch sonniger, noch schöner. Warum sage ich das nicht gleich? Das ist die einfachste Erklärung. Schauen wir mal noch ein bisschen weiter. Ich mag noch mehr wissen. Können wir es noch ein bisschen genauer kriegen, bitte? Ah, da kriege ich so eine Ruhe einer, so eine Entspannung einer, so eine Pausemacher ein bisschen einer. Also das heißt jetzt nicht, dass du Pause machen sollst vom Leben, aber das ist so eine innere Ruhe, so eine innere Entspannung, die ich da einer kriege. Also da, wo immer du dich vielleicht gestresst hast oder verspannt warst oder keine Ahnung, dir selber Druck gemacht hast, da kommt jetzt Ruhe einer, da kommt jetzt wirklich Gechilltheit einer, möchte ich fast sagen. Also, das ist sowas von runterkommen, von cool down, von ein bisschen ankommen, auch, möchte ich fast sagen. Also, das ist so irgendwie nochmal neu aufgerollt, aber anders aufgerollt. Also du hast da irgendwie was Neues gemacht und du bist jetzt nicht mehr so hibbelig oder so tüdelig oder irgendwie, also da, das ist so die Energie, die ich da so einer kriegt. Das ist so entspannte Ruhe, möchte ich fast sagen. Wenn ich mir die Person, die ich da jetzt gesehen habe, die ist auf der Bank gehockt und war halt so, hat halt den Song geschaut und hat sich einfach gut gelassen. Und wenn er mich da reinbeamt, kriege ich auch so ein Genießen einer. Ein Genießen ohne großartig Angst haben. Also du darfst jetzt das Leben wirklich genießen. Enjoy your life, möchte ich mal sagen. Das ist so ein bisschen das, was ich jetzt. Ja, das verändern nochmal, was du verändern magst, damit, also das machst du aber irgendwie automatisch, da kriege ich auch so intuitives Verändern einer, dass du Sachen, die wo du einfach ewig zu blöd waren, jetzt anders machst, das kriege ich wirklich fast so ein bisschen automatisch, intuitiv einer, das machen wir jetzt noch und dann können wir wirklich in so eine entspannte, magische Zeit reinlaufen, das passt ja wunderbar mit dem November-Ausblick überein, da die mal meiner. Wie schaut es denn mit einem Krafttier aus für die kommende Woche? Kriegen wir da noch ein Krafttier einer? Schon wieder der Elefant. Der Elefant und der Adler. Das ist jetzt was sehr Schweres und was sehr Leichtes. Adler ist der, wo oben drüber blickt. Das passt da auch dazu, weil wenn du den großen Plan quasi anschaust und nicht immer bloß den Moment, dann kommt da diese Ruhe einer, die wir da jetzt gehabt haben. Und der Elefant, der steht einfach, der hat eine dickere Haut, der lässt sich nicht mehr alles so nahe kommen irgendwo. Also du dass nicht mehr die Sachen so persönlich nimmst, wenn da mal was Blödes kommt. Trotzdem aber hinschauen, warum das kommt, bitte. Ansonsten ist der Elefant ja einfach der König des Dschungels, möchte ich jetzt einmal sagen, weil dem kann ja keiner was. Und der ist auch langsam unterwegs, aber der hat eine gewisse Strahl, eine gewisse Macht aus, eine gewisse Stärke aus. Und das ist, glaube ich, die Schlange, ich kriege jetzt auch noch so ein bisschen dazu. Die Schlange ist einfach nochmal dies mit dem Verändern am Anfang, was wir gehabt haben. Die steht bei mir für Heilung und das ist das, du, da kommt jetzt was in die Heilung durch das, dass du die Dinge anders machst, dass du gewisse Veränderungen in deinem Leben inszenierst. Dadurch kommt die Heilung und die anderen zwei Viecherlein, die begleiten uns dann die nächste Zeit. Gibt es sonst noch irgendetwas, was wir wissen sollten für die kommenden Tage? Wird mir gerade nur ein Stink, eine Gangschaltung im Auto gesagt und die ist wieder im dritten Gang. Der dritte Gang ist bei mir der gute Gang. Ist das Öffnen nach draußen natürlich die Zahl 3, aber der dritte Gang ist auch das richtige Tempo bei mir, weil das ist nicht schnell, das ist nicht langsam, das ist
Da wollen wir einfach das Universum uns nochmal mitteilen, du bist schon richtig unterwegs, es passt alles, geh einfach weiter. Du tust nichts mehr beschleunigen wollen, du bist nicht mehr irgendwo in der Zukunft oder irgendwo in der Vergangenheit, sondern du bist straight on. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, meine Lieben. Schau jetzt bloß, ob noch irgendwas kämmer mag. Nein, jetzt haut's mir das Lied auf die Ohren. Von der Eiskönigin 2, dieses Glaub an dich. Glaub an dich. Was auch immer du verändern magst, du wirst das hinkriegen, du kannst es. Und dann haben wir wirklich in so einer, darfst in eine magische, aber ruhige Phase eintreten, wo du dich wirklich wohlfühlst. Also die Personen, wo ich da jetzt gehabt habe, wo ich mich reinbeamt habe, das war wirklich ein Wohlfühlen, ein Ankommen, ein Daheimsein. Ein Zuhause sein. Also, was soll ich da dazu sagen? Mehr kann ich da gar nicht dazu sagen. Jetzt ist bei mir auch noch 19 auf der Uhr und das ist auch die Sonne, die Hingabe und das ist das, was unsere Aufgabe ist. Und wie gesagt, ein paar Sachen können noch verändert, aber da bist du schon dran, wird mir ja, oder wurde mir so gezeigt, dass du schon ganz genau weißt, was anders gemacht gehört und das machst du jetzt auch. Nach und nach anders. So, meine Lieben, wenn du überhaupt nicht weißt, wo es bei dir eine Veränderung zum Tor gibt, wo du was verändern kannst, damit du eine schönere Resonanz im Außen kriegst, melde dich gern bei mir, dann schauen wir rein. Dann kriegst du einen persönlichen Termin, da krieg ich es auch noch genauer als wie jetzt in diesem kollektiven Ausblick, weil ich ja dann direkt für dich schauen kann. www.seelenzauber.info. Unter Angebot steht alles, was du wissen musst. Dann unter Kurse und mehr geht es direkt zu Vimeo, da wo dann bald mehrere Videos auftauchen werden. Mache ich aber wahrscheinlich immer ein kleines Ankündigungsvideo hier auf YouTube, dass du weißt, was dir dann in dem Vimeo-Video erwarten wird. Ansonsten Veranstaltungen: Potsdam im Januar, Saarland im März, dann im Mai Chiemgau und. Das sage ich noch nicht. Im Juli auch irgendwo. Das sage ich noch nicht. Das machen wir dann, wenn es spruchreif ist. Oder du schaust einfach mal die nächste Zeit öfters mal auf der Homepage vorbei, wo ich im Juli bin. So. Gebe ich natürlich bekannt. Ansonsten Merchandise. Du kannst ein T-Shirt von mir kaufen, wenn du zu Weihnachten vielleicht was verschenken wollt. Geschenkgutscheine gingen ab 25 Euro. Da muss halt der Beschenkte quasi den Rest draufzahlen, wenn du sagst, na, so viel kann ich dir nicht schenken. Wenn ihr für Weihnachten aus dem Merchandise oder einen Gutschein kaufen möchtet, bitte frühzeitig. Ich hab bloß zwei Hände. DHL ist auch nicht so schnell. Insofern frühzeitig Bescheid sagen, am besten jetzt demnächst dann schon. Dann habt ihr das auch erledigt und habt keinen Weihnachtsstress. So. Was machen wir sonst? Nix für heute. Energiekalender für den Star auf meiner Homepage, auch schon für nächstes Jahr. Sämtliche Portaltage etc. pp. Eingetragen. Soderle. Dann wünsche ich euch eine schöne Zeit und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und wenn du nichts verpassen möchtest, drück auf das Glöckchen, dann kriegst du jedes Video von YouTube von mir auf deinem Telefon serviert. So, eine schöne Zeit euch. Danke fürs Einschalten, Zuschauen, Kommentieren, Liken, Abonnieren etc. pp. Danke und bis dann. Tschüss.